So, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3 im Koop-Modus. Es geht weiter, Kapitel 16, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und scheinbar muss ich meinen Partner jetzt doch nicht schlagen. Also, ja. Ja. Genau, und ich habe gehört, es gibt heute wieder Random Facts. Das ist ja sehr interessant. Ja. Aber erstmal gehen wir doch diese tolle Spalte Schlucht hier runter. Das geht ziemlich weit nach unten. Ich frage mich immer noch, wie die das bitte schön gemacht haben. Und wir werden beschossen. Also sollten wir auch mal nach unten schießen, denn dort ist so ein Sack. Mist, hier gibt es lauter Spalten, das ist schrecklich. Und? Hey, der hat mich getroffen, was für ein Arsch. Oh, aufpassen, wir kriegen Besuch. Hier kommen ein paar Enhanced Leaper und ich muss sagen, auf... Ey. Hau ab! Meiner will nicht runterspringen. Nein! Fuck. Jetzt habe ich das verloren, was ich eigentlich haben wollte. Halleluja. Oh, da ist noch einer. Aufpassen. Der hat aber scheinbar Angst, der läuft weg. Ja, komm, und... Oh, jetzt ist er schon wieder tot. Ach, warte mal, hier liegt was. Nee. Doch, da liegt... Munition. Aber da kann, es kann auch sein, dass dort noch was anderes liegt, also pass immer mal auf, denn... Nee, da hinten lag nichts weiter. Hm. Und da unten sind noch mehr Leaper. Immer diese Enhanced Leaper. Ich habe so viel Munition und... Da fliegt er runter. Oh, du und deine Shotgun, ey. Oh, bist du schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen? Ich denke... Ja, oder? Warte mal, hier liegt noch mehr Heilung. Boah. Ja, ich liebe meine Shotgun. Ah, guck mal. Hallo, mein Freund. Na? Oh. Ach, warte mal, hier ist noch einer. Der wollte... Kümmer du dich um den. Warte mal. Der ja. Hat dich angesprungen. Eingestoßt. Ladung wird kalibriert. Bitte warte mal kurz. Das nervt jetzt schon ein bisschen. So, jetzt. So. Jetzt habe ich auch Medipacks genommen. Boah, ich muss sagen, diese Leaper sind ganz schön stark dann doch. Ja, sind auch enhanced, also dürfen die das? Ja, solange das nicht zu viele werden, kann ich die ja mit meiner Shotgun kontrollieren, aber es waren halt gerade ein paar. Ja, ich muss sagen, ich mit meinem Tesla Innovator bin da auch eigentlich ziemlich gut bedient und Fortschritt wird gespeichert. Sind wir mal im Fahrstuhl? Isaac, langsamer! Wenn sie sterben, hilft das niemandem weiter! Mit einer Sache hatte Norton recht. Es gibt kein Zurück. Und wenn ich auf diesem Eisball kapiere, dann nehme ich Danik mit! Ein Mann, ein Wort. Ne? Stirb, du Mistvieh! Martano! Ja, das passt in dem Sinne. Debuya Mata. Okay, stopp mal. Leon. Gut, hier gab's nichts mehr. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Ich dachte, hier gab's noch ein bisschen mehr. Stopp, oh, ein Scaff-Rahmen hatten wir noch nicht. Aufgaff hatten wir das letzte Mal, ja. Aber jetzt ein Scaff-Rahmen ist was Neues. Und da liegt noch was. Ich frage es natürlich, ob der irgendwelche Vorzüge hat. Wieder zu anderen Rahmen, aber naja, werden wir ja noch sehen. Jetzt geht's erstmal weiter nach unten. Das Loch geht sonst wie weit noch. Oh ja. Sie kommen. Oh. Ach, guck mal, was wir dort haben. Dort sind explosive Fächer. Ja. Boom. Warte mal, was haben wir hier noch? Oh, die schießen von unten. Die Säcke, warte mal. Gott, ja. Tja, ich kann euch auch von hier oben mit meinem Plasma-Cutter erledigen. Das ist ja das Geile. Da sind wieder welche zwei. Oh, jetzt stürzen weg. Warte mal, da drüben. Da könnte was sein. Ja, hier ist was. Schienenbeschleuniger. Sehr schön. Ja. Habe ich gerade so einen Flug mit aufgenommen. Oh. Und weg mit dir. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber die. Mein Gott, wer hat bitte schön diesen Weg hier gebaut? Vor allem der Aufzug, das ist ja übelst kompliziert. Weißt du, wie lange die dafür gebraucht haben? Irgendwelche Wissenschaftler. Naja, ich glaube, Wissenschaftler können das nicht. Die brauchen dafür irgendwelche Ingenieure oder sowas, die das... Ach, jetzt. Ach, wir sind... Au! Kopf ab! Was war das denn? Rakete, die war irgendwie total slow motion. Und der hat den Kopf verloren. Oh Mann, wieso müssen hier immer Stangen sein, ey? Nein. Halt. Top, also. Immer noch unter uns. Medi. Und jetzt haben wir wieder auch ein
Oh, yeah, unser Lieblingsspiel. Turn it off. Gut, dann los geht's. Dünn, 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 dünn. Okay. Ja, gut, sind ein paar mehr Schrägen drin, aber zum Weinen bringt's mich jetzt trotzdem nicht. Ja, clever ausgeblockt. So, nochmal. Ja, herzlichen Dank. Wo geht's jetzt hin? Ach, da unten, klar. So, und das letzte. Gehen wir hier außen lang. Ey. Du musst links. Ja, ja. Das ist der Controller, der ist schon alt da. Ja, das so alt kann er auch nicht sein. Ist auch nicht. Na siehst du. Turn off. Turn it off. Was steht da? Wieder Make Us Whole. Hm. Neuer Anzug. Okay. Na, mal schauen. Der Elite-Anzug. Scuff. Okay, die Rahmen sind abgegeben. Mal sehen, was kann denn dieser neue Rahmen da? Also, Scuff-Rahmen. Okay. Der Scuff-Rahmen, der hat Bonus auf Schaden. Interessant. Sehr schön. Okay, warte mal, da fehlt jetzt nur noch eigentlich ein... Uns fehlt dann sozusagen nur noch ein Rahmen, welcher... irgendwas auf Clip kriegt, weil Scuff macht Schaden, Vellers Kompaktrahmen ist für Nachladen und der Earthgaff-Rahmen ist für Tempo. Oh ja, der Anzug sieht doch schon etwas schnicker aus als die anderen. Warte mal. Hast du schon an, oder? Ja, ja. Ja, ich bleib erstmal bei dem hier. Abschalten. Wir dachten, das wäre die Antwort. Aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals, des Wahnsinns. Mach uns vollkommen abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, sie zu befolgen. Oh, das ist schlecht. Mehr als schlecht. Das ist mehr als schlecht. Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Ach, noch eine Platine. Immer noch 2 plus 1. Schade, ich dachte, die hätten das schon längst mal erhöht. Finde ich ein bisschen traurig, aber... naja, passiert. Was ist das? Ach so. Gerade unsere kleinen Freunde. Ja, klar. Ja, guck mal, hier liegen sie doch auch schon wieder. Stopp mal. Sind wir solche Eisblöcke? Kommen vom Meer angekrochen, aber... ach. Da ist gerade in der Luft rumgesprungen, sah wieder putzig ja, aus. Ja. Sah wieder richtig niedlich aus. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Obwohl, hier hinten gibt's noch jemanden zum Zertreten. Es bringt nur rein gar nichts, den zu zertreten. Und auch somatisch, stopp, bin fast da. Jetzt. So, da gerade eh nichts weiter los ist. Die Gründer der Sportmarken Adidas und Puma waren Brüder. Okay. Scheinbar verfeindete Brüder, weil sonst hätten sie ja nicht unterschiedliche Konzerne gegründet. Und das. Jetzt leckt's da bei mir ganz schön. Bei mir momentan nicht. Es geht eigentlich alles halbwegs normal. Und statten. So. Ich kann jetzt gerade nicht! Ach, draußen! Draußen. Der ist draußen! Na, im Auto! mein Gott, und wir kriegen Besuch von drüben. Nächstes hat mich jetzt total abgelenkt. Jetzt kommen solche Alien. Well done. Oh, Bullshit. Stopp, die Platine nochmal. Jetzt habe ich mich von den Alien Crawlern. Oh, da sind sie wieder. Stirb, du Pisser. Ja, die können wir getrost ignorieren. Ich kann eh nichts. Ob ich den Plasma-Cutter. Obwohl, stopp mal kurz. War das hier? Ne, immer noch weiter unten. Wir müssen immer noch weiter nach unten. Jetzt. Gehalten. Ja. Was war das? Jetzt. Was war denn das? So, diesmal lasse ich mich nicht von den Alien-Crawlern ablenken. Warte mal. Das sind erstmal diese blöden
Anhänger des Zirkels. Die müssen wir schnellstmöglich niederschießen. So, und jetzt können wir uns um die Crawler kümmern. Denn, wo kommen die überhaupt her? Noch eins vor uns. Die explodieren, lauft weg. Da, guck mal, da drüben werden die platt gemacht. Ach, putzig, so. Ja, die sind im Grunde genauso wie die normalen Crawler, sind halt nur Xenomorph, sagen wir es so. Na, kleiner sind die nicht unbedingt. Die sind halt eben, die sind vielleicht viel aggressiver als die normalen. Oh fuck. Nein. Wow, Glück gehabt. Gott. Schnell weiter. Ich glaube, die verfolgen uns. Ja, ich gehe jetzt einfach hier ganz schnell runter. Und was kommt jetzt? Herzlich willkommen. Das ist ein Alien-Necromorph. Klingt ein bisschen simpel, aber im Grunde ist es. Im Grunde ist das der Brute aus Dead Space 3, denn die normalen Brutes gibt's hier nicht mehr. Aber ich muss sagen, diese Kreaturen, die faszinieren mich irgendwie immer noch. Oh Mist, der lebt ja immer noch. Ja. Kann ich ihn überhaupt anhitten? Nein! Gut, Gesundheit. Ach gut, hab ich auch noch bekommen. Ich hab die eine, das eine mit den Munitions. Hast gesehen, da ist gerade ein Munitionspaket. Da unten ist noch einer. Mal sehen, den können wir auch von hier schon Bill beschießen. Hier frisst Tesla. Er ist tot. Wohl? Ja doch, er ist tot. Hm. Wie gesagt, bei. Oh. Hier liegt noch so ein Crawler. Warte. Ja, ich hör's doch. Hier irgendwo ist der. Ja, da vorne ist er. Und da blinkt auch was. Warte mal. Und. Was? Sperrgewehr. Ja, das war der letzte Plan. Erbauer Platinenset an der Bank jetzt verfügbar. Cool. Klingt interessant. Und hier haben wir noch einen Standardrahmen. Ja, gut. Muss man das selbst nicht bauen. Also. Besser als nichts. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, die Alien-Necromorphs an sich, die faszinieren mich teilweise immer noch, aber das liegt einfach daran, weil es sie schwer vorstellbar ist. Eigentlich die Aliens, die Aliens und die Necros sind ja keine Verbündeten, ne? Die Aliens hatten ja im Grunde nur das gleiche Problem wie letzten Endes dann auch die Menschen, ne? Und deshalb frage ich mich, wieso es Alien-Necromorphs gibt. Das kann in dem Fall nur bedeuten, dass solche, die Swarm, das Swarm, das sozusagen diese Alien-Körper übernommen haben und dass daraus dann Alien-Necromorphs entstanden sind. Das ist zumindest meine Theorie. Weil anders kann ich mir das nicht ganz erklären. Und da oben ist ein Ventilator. Und da kommt noch einer. Warte mal, ich gehe mal auf stärkere Waffen. Ah, du dummes Vieh. Hier. Tschüss. Toll, der hat nichts fallen lassen. Aufpassen, da kriegen wir wieder Besuch von nervigen kleinen Biestern, und zwar von überall, die kommen sogar von drüben. Oh, jetzt stirbt er mal. Weg mit euch. Und das. Oh, fuck, der kommt ziemlich nah. Ja, noch schräge so zu kämpfen ist ja auch mal was Besonderes. Ja. Oh. Braucht man doch etwas mehr Geschick. Stimmt, und da unten kommt noch einer. Ich denke mal, man hört ihn schon von Weitem. Macht doch ziemlich interessante Geräusche, aber ist halt Alien. Ey, Medi! Nein! Ja doch, ich hab's! Ups. Ah, da unten sind schon wieder unsere kleinen Freunde. Mal benutze ich meinen Test. Oh, da kommt noch einer. Ich sehe gerade ein bisschen blöde. Aber jetzt passt es eigentlich. Haha. siehst du, was dort unten ist? Ein Ventilator. Richtig. Und ich glaube, man braucht kein Hell. Oder der Effekt wieder sieht richtig cool aus, oder? Ja. Wenn leicht nervend, aber doch schon sehr cool. Du hast gesehen, den hat es zersägt. Nee, also ich glaube, man braucht kein Hellseher sein, um zu wissen, dass wenn man dort reingeht, dass, naja, du zerhäckselt wirst. Ja, jetzt wird unser Seil durchgeschnitten. Nein. Ich muss A drücken, sonst werde ich in diesen Ventilator gezogen.
Ich nicht. Ja, toll. Was musstest denn du denn machen? Gar nichts. Gar nichts. Hm, toll. Okay. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung! Ja. Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Kapitel 17, eine seltsame Stadt, die Alien-Ruinen. Sehr schön, ich hab grad nix gesehen. Verdammt, es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt, los! Cool. Bei mir war grad grauer Bildschirm. Was ist das denn? Grauer Bildschirm und dann bin ich von hier unten, also von der Erde aus, hier nach hier oben. Okay, Alien-Artefakt nebenbei bemerkt gefunden und zwar, ach jetzt mal jemand anders, nicht der Obruf, sondern jetzt haben wir eine persönliche Aufzeichnung Dr. Earl Serrano. Dadurch, dass wir das Camp am Rande der Grabstätte errichteten, kann ich die Ausgrabung noch direkter als zuvor überwachen. Täglich werde ich Zeuge neuer Entdeckungen, die noch nie ein menschliches Wesen gesehen hat. Erst gestern brachten wir durch die Wand eines gigantischen Hohlraums, der von einem unheimlichen grünen Licht erfüllt war. Ganz plötzlich bildeten sich Dunstschwaden, als die beiden Atmosphären zum ersten Mal seit Äonen aufeinander trafen. Die Grabungsteams wurden mit Kameras reingeschickt, um meine Augen und Ohren zu sein. Ich konnte meine Aufregung kaum verbergen, als ich die ersten Bilder sah, die zwar sehr körnig waren, aber trotzdem eine gigantische Stadt mit fantastischen architektonischen Gebäuden und Statuen zeigten, die hoch aus dem Dunst aufragten. Oh, ich denke mal, du weißt schon, was da auf uns wartet. Ach, nö. Eine ganz schön imposante Stadt. Und oh, geil, Heilung. Liegt da noch was? Und warte mal, ich mache mal Strom an. So, dann zeig doch mal, was das Platinerbauer-Set da ist. Und warte mal, gibt's hier wieder... Ne, rein gar nichts gibt's hier. Ist das irgendwie gerade ein Scherz? Warum kann ich da nicht rein... Ach, jetzt. Ich dachte schon. Der Tisch oder was das dort unten war, hat's blockiert. Clip. Bauer-Platinen-Set freigeschaltet. Rufe das Menü Waffen-Upgrades auf, um die Platinen zu verwenden. Okay. Machen wir mal den hier, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, weil ich schon da ziemlich Max-Fett-Imba-Clips drauf habe. Welche sind denn das? Ach, hier. Eine extrem wertvolle Elite-Platine. Okay. Das sind welche, wie viel haben denn die? Plus 3, plus 2, glaube ich, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Kann sein. Ich glaube, dir bringt das was, mir bringt es nicht wirklich was. Da ich die schon... Hä? Da ich die anderen ja schon hatte. Aber das halt eben durch den DLC halt. Da gab's nämlich auch... Gab's immer nur plus 3, plus 2. Oder halt am Ende auch plus 3, plus 3. Das sind natürlich fucking Dinger. Ich sag dir, weißt du, wie du mit deiner Waffe hochpimmst? Ist ganz schön krank. Aber ich denke mal, dir bringt's was. Oder ich denke es nicht nur, ich vermute mal. Gut, hier hat das Ding also ein Ende gefunden. Interessant. Und guck mal, hier haben wir so eine Grabungsstätte. Sieht natürlich auch interessant aus, aber sieht nicht unbedingt wie ein Alien aus. Das sieht ja aus wie... ja, keine Ahnung. Undefinierbar. Ja. Okay. Oh, ich könnte vielleicht mal noch eine Heilung mitnehmen. Das ist ein bisschen mager wieder. Diese Alien-Necromorphs haben ganz schön dran gezerrt. Aber, ja... Warum noch eine Teugstange? Nee. Ich brauche eh kein somatisches Gel für irgendwas anderes. Also demnach... kann ich das ohne Probleme verschwenden. Damit war ich wohl jetzt... Okay, einen Blick mal. Vielleicht könnte ich ja mal... das Neues bauen. Nee, da komme ich nicht drauf. Warte mal. Einen Augenblick, habe ich vielleicht so ein Elektroschockmodul? Denn wenn ich eins hätte, dann könnte ich nämlich draus was Schönes bauen. Waffe herstellen. Stopp mal, der Scuff. Für mehr Schaden. Ripcore. Nee, da brauche ich... Da brauche ich ein... Shit. Aber Militärantrieb. Konnte man auf einem Militär dann einen... Schienenbeschleuniger ging auf Militär. Gerichtetes Injektionsfeld, nein.
Schafft ein vollautomatisches Schienenbeschleuniger. Unteres Tool. Nee. Das ist doch keine. Warte mal, das passt doch nicht. Unteres Tool. Scaffram. So. Erweiterung. Untere Spitze. Eine obere Spitze. Wenn ich jetzt eine obere Ach nö, das ist dumm. Ach, ich will gar nichts bauen. Da muss ich nochmal schauen. Eigentlich kann man da eine richtig gute Javelin mitmachen. Aber das war jetzt einfach nur verhunzt. Demontieren. Was? Wie heißt das? Bullpup-Gewerk hier. Demontieren. Du kannst dir vorstellen, ich baue gerade wieder was sehr Schönes. Kann ich mir denken. Deshalb baue ich auch noch was. Vielleicht geht so die Zeit schneller rum. Möller, ne, Earthgaff, Tempo. Das Blöde an denen ist halt nur, die haben ziemlich wenig Platin. Da ist Wellers Rahmen noch mit am besten, teilweise. Aber man kann ja, kann man ja alles nachrüsten. Ja, gut, aber ich meine, eine Platine oben und eine unten ist schon ein bisschen arg wenig. Wie die, von den Teilen habe ich gar nichts mehr. Telemetriebolzen, ne? Nochmal Bolzen, na klar, Bolzen brauchen wir. Baue ich mal ein. Kostet ja nicht viel. Okay, der hat nicht mal Spitzen. Ja, was ist das denn? Eine Erweiterung. Habe ich so ein Schockmodul? Gucken wir. Elektrische Aufladung. Nein, ich will so ein Schockmodul. Gibt es jedenfalls nicht als untere. Also als untere Erweiterung gibt es das nicht. Munitionssammler. Explosionsverstärker. Gut, ja. Ich möchte so ein komisches Schockmodul. Warum habe ich das nicht? Oder es kann auch sein, dass das wieder nur für was anderes. Nee, stopp, weg. Das war blöd. Ripcore, Plasmakern. Ja, komm, nehmen wir mal einen Plasmakern. Wackeln Streuung. Nee. Planet Cracker, nee. Das ist irgendwie alles nicht das, was ich suche. Telemetrie. Es muss schon Militär sein, vermutlich. Ja, irgendwo so ein, also ein Explosionsverstärker haben wir ja auch, aber wir müssten irgendwo auch noch so ein scheiß Schockmodul eigentlich hoffentlich finden, weil bei dem Schockmodul, das ist dann wieder wie so im zweiten Teil, dass du halt, du schießt so einen Speer auf den Gegner und lädst das dann halt auf und das schockt den. Es explodiert zwar am Ende nicht, aber es reicht ja schon, wenn es eine schockt, aber irgendwie gibt es das hier dann doch nicht. Wir haben es nicht. Ein Flammenlaser, sowas haben wir ja, aber ich könnte es jetzt auch nicht. Ich meine, elektrische Aufladung ist jetzt eigentlich nicht das, was ich suche. Das ist sozusagen elektrische Aufladung, wäre davon wieder so die schwache Variante. Säurebad, nee. Nee, gut, ich baue erstmal nichts. Denk mal, du müsstest auch fast schon fertig gebaut haben. Ja. Okay, perfekt, dann kommen wir ja weiter. Ist ja auch blöd, wenn wir hier die ganze Zeit rumstehen. Was, wie heißt das Ding jetzt? Das wäre jetzt eine Earthgaff-Maschinenpistole. Witzig. Ja. Naja, da klingt schon. Nee, aber habe ich ja wieder aus dem Demontier. Oh, mein Sucherbot's wieder, ne? Habe ich demontiert, weil es brauche ich nicht. Ich setz mal einen hier ab. So aus Langeweile. Ich will jetzt nicht wissen, was der zu mir sagen würde. Würde sich auf jeden Fall beschweren. So, dann schauen wir mal, was unser Schmuckstück so kann. Okay, Sucherbot, der hat mir, ordentlich Wolfram. Ja, je, 12 solche Rationspakete hat er mir mitgebracht. Ja. Das ist krank und ich komme mal wieder nicht an dir vorbei und die Lampe hat mir vor uns den Weg blockiert. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Wie heißt es denn? Sag's mal ja so. Ein Scuff-Kontaktstrahl mit Kinetikprojektor. Okay, versuch's einfach mal sehen, wie es abgeht. Warte mal, also hier ist ein Raum und hier ist nichts los. Obwohl doch hier. Ein Textlog.